Ich begrüße Sie zur Rohstoffmarktübersicht. Mit Virendra Chauhan aus den Energy Aspects werde ich mich heute über die Ölpreise unterhalten und über einige Ereignisse, die die Märkte beeinflusst haben. Aufgrund des starken US-Dollar-Anstieges haben wir bei den Rohstoffpreisen kürzlich einen Abstieg fixiert. Die schwache wirtschaftliche Lage Chinas hat ihren Teil dazu auch beigetragen. Investoren legen ihr Geld nur ungern in Rohstoffen an. Wie schätzen Sie das aktuelle Sentiment auf dem Ölmarkt ein? Die Ölpreise sind gesunken, haben sich aber bald wieder aufgerichtet. Trotz des starken US-Dollars kann man einen Anstieg der Ölpreise wieder beobachten, weil die Märkte eingesehen haben, dass die Nachfrage steigt, während die Ressourcen nicht unbegrenzt sind. 60 bis 70 US-Dollar macht der aktuelle Ölpreis aus. Ein Preisabstieg ist aber prinzipiell nicht ausgeschlossen. Wir gehen jedoch davon aus, dass dieser Preis eine Zeit lang fortbestehen bleiben wird. Die DBS, Singapurs größte Bank, warnt, dass der Rückgang der Ölpreise noch lange nicht vorbei sei. Können Sie dem zustimmen und welche Marktindikatoren wird man genau mitverfolgen müssen? Wir denken, dass die Marktvolatilität weiter bestehen wird. Die Märkte werden etwas Zeit brauchen, um sich an diese Situation zu gewöhnen. Im ersten Quartal des Jahres 2015 hatten wir eine größere Nachfrage fixiert und die Märkte hatten eingesehen, dass sie etwas Zeit brauchen werden, um sich an die Rallye zu gewöhnen, die die Periode von niedrigen Preisen verlängern wird. Amerikanische Hersteller werden die Risiken ihrer Produktion wohl stark eingrenzen müssen. Die WTI-Sorte ist zum Beispiel über 60 US-Dollar jedes Barrel gestiegen. Ein Preis von 60 US-Dollar ist aber viel zu gering, wenn man ihn mit dem fixierten Wert von 100 US-Dollar vergleicht, der zwischen 2012 und der ersten Jahreshälfte von 2014 fixiert wurde. Die neuen langfristigen Prognosen liegen heute bei 60 US-Dollar. Und das gilt nicht nur für die USA, sondern auch für Mexiko, Angola und Brasilien. Solch eine Periode von geringen Ölpreisen, während der viele Unternehmen solide Erträge fixieren konnten, wird nicht lange anhalten. 100 Milliarden US-Dollar wurden aufgrund geringer Ölpreise aus der globalen Bilanz entnommen. Das hat die globale Bilanz zwar nicht aus dem Gleichgewicht gebracht, regional wird man das aber zu spüren bekommen. In Brasilien wird man zum Beispiel einige Projekte verlegen müssen. Das Fondskapital wird kleiner werden und die Sicherheit im Energiesektor wird einen harten Schlag abbekommen, was die Volatilität stark vergrößern wird. In der Zukunft sollten wir mit 18 bis 24 stark volatilen Monaten rechnen. Where pre-salt growth over the last kind of 18 months was expected to continue out into towards the end of the decade and into the next decade. If those investments are cut back today, you simply delay the project, you reduce the rate at which these supply centers are growing, and then it doesn't take very long to kind of flip out of a stock build environment, which we're in today, into a stock draw environment. Then any geopolitical certainty, be it in Iraq or any threat of a risk to supplies, can cause a lot more volatility, both to the upside and then subsequent to the downside. So, you know, the way we see things is, you know, we're in for a period of like 18 to 24 months of volatile oil prices. Welche Indikatoren sollte man in der nahen Zukunft besonders beachten? Die Rentabilität ölverarbeitender Fabriken muss man gut im Auge behalten. Die Gewinnspanne wird sich wohl kaum mehr verringern. Die Rohölindikatoren werden keinen Einfluss mehr auf die Produkte haben, die aus der Ölverarbeitung gewonnen werden. Das wird das Interesse ölverarbeitender Fabriken bezüglich der Herstellungsumfänge dämpfen. In der ersten Jahreshälfte 2015 hatten europäische Fabriken ca. 6.000 Barrel täglich verarbeitet.
Falls diese Zahl unverändert bleiben sollte und wenn sich aber für die Produkte niemand mehr interessieren sollte, wird das die Rentabilität stark negativ beeinflussen. Der Produktzufluss aus der Region des Nahen Ostens könnte sich vergrößern, weil in dieser Region immer mehr Fabriken entstehen. Und für die europäischen Fabriken könnte das zum Problem werden. Ein wichtiger Aspekt ist der chinesische Importumfang. Im April hatte China einen rekordhaften Umfang ölverarbeitender Produkte importiert. Metric to measure or monitor. That's because there's a lot of new capacity coming on stream, and they're going to be producing a lot of diesel, and that's going to make it challenging for European refiners. The other thing we think that will be worth watching is Chinese import patterns. There's a large amount of SPR capacity to be filled in the second half of the year. But we've already seen that imports were at a record high in April. They built inventories by around 1 million barrels per day. Thank you, Virendra. Virendra, ich bedanke mich für diesen Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran. Auf Wiedersehen.